Moin Leute, mein Name ist Koi und in diesem Video stelle ich euch meinen nächsten Path of Exile Charakter vor. Es ist mal wieder eines dieser Experimentierbuilds. Quasi keine Sau spielt diesen Build so, was mich auch vor einigen Herausforderungen gestellt hat. Prinzipiell spielen wir hier ätherische Klingen. Das ist ein Zauber, der ein paar Projektile durch die Gegend pfeffert. Eigentlich nach vorne, aber dank eines bestimmten Juwels können wir die Projektile auch um uns herum abfeuern, was für eine bessere Clear sorgt. Dabei macht der Zauber prinzipiell physischen Schaden, den wir aber mehrmals in Elementarschaden umwandeln. Warum mehrmals? Wir spielen mit einer bestimmten Brustrüstung und bauen um diese herum. Die Rede ist von dem Schleier der Ewigkeit, der vom Uber-Elder droppt. In früheren Ligen war die Brustrüstung echt mal einiges wert, aber mittlerweile kriegt man sie für einen Ex hinterhergeworfen. Diese Brustrüstung gibt uns extra Chaos-Schaden auf Basis unseres Elementarschadens und zwar für jeden Ausrüstungsgegenstand mit Schöpfereinfluss. Das heißt, bestmöglich sollte unsere Ausrüstung aus vielen Schöpfergegenständen bestehen, damit wir richtig viel Schaden von der Brustrüstung rausquetschen. Und hier kommt jetzt ein etwas merkwürdiger Punkt ins Spiel. Wir können mehrmals von diesen Schadensboni profitieren, indem wir unseren Schaden mehrmals in verschiedene Elemente umwandeln. Das heißt, wir konvertieren den eigentlich physischen Schaden des Skills zunächst in Blitzschaden um. Diesen wiederum verwandeln wir zum Großteil in Kälteschaden und schlussendlich konvertieren wir einen Teil dieses Kälteschadens nochmal in Feuerschaden. Und für jede einzelne Umwandlung bekommen wir extra Chaos-Schaden von der Brustrüstung und auch aus anderen Quellen. Zusammengefasst kriegen wir also einmal extra Chaos-Schaden auf Basis unseres Blitzschadens, dann nochmal auf Basis unseres Kälteschadens und dann nochmal auf Basis des Feuerschadens. Das klingt extrem mächtig und ist es im Prinzip auch, dennoch ist der Schaden am Ende doch nicht so doll, wie ich gedacht habe. Aber wir sind noch nicht fertig, denn normalerweise spielt man diese Art Bild gerne als Schwindler, weil der einen mächtigen Aszendenzpunkt hat, der quasi genauso funktioniert wie die Brustrüstung, sodass wir von diesem Punkt auch nochmal wieder doppelt und dreifach Chaos-Schaden bekommen, wenn wir den Schaden oft umwandeln. Nun gibt es ja aber seit 3.17 die neuen Juwele, mit denen sich ein Punkt einer anderen Aszendenz der Klasse hinzufügen lässt. So können wir als Assassine spielen und schön kritische Treffer skalieren und trotzdem von dem Schwindlerpunkt noch profitieren. Das war zumindest meine Idee. Wie schon erwähnt, ist es schlussendlich doch etwas enttäuschend. Es ist jetzt nicht kompletter Mist. T16 Maps sind absolut kein Problem. Ätherische Klingen allein war auch nie wirklich für seinen super Boss-Schaden bekannt. Aber ich habe echt gedacht, dass diese Kombi etwas mehr Potenzial bietet. Dennoch macht der Skill echt viel Spaß. Wir sind schön schnell unterwegs und haben eine gute Clear, weil die Projektile in jede Richtung gefeuert werden und damit viele Gegner treffen. Defensiv sind wir auch gar nicht so schlecht unterwegs. Ihr könnt auch noch eine offensive Aura gegen eine defensive Aura tauschen für noch mehr Tankiness. Da es ja aber ein bisschen an Schaden mangelte, habe ich auf etwas Defensive verzichtet. Generell habe ich mit dem Bild viel Neues probiert. So ein Hybrid aus Leben und Energieschild spiele ich selten, ätherische Klingen habe ich auch noch nie gespielt und als Bewegungsskill nutze ich eher aus Zufall die Blitzteleportation, die mit dem richtigen Setup richtig geil ist. Guckt euch an, wie schnell ich umherspringe. Die größte Herausforderung an dem Bild war aber, die Ausrüstung zusammenzukratzen. Da keine Sau diese Art Bild spielt, gibt es auch wenig bis gar nichts an fertiger Ausrüstung zu kaufen. Demnach musste ich mir einiges selbst craften, was natürlich auch ziemlich teuer ist, zumindest die Waffen. Eigentlich wollte ich mir noch Handschuhe craften und den Prozess hier im Video zeigen, das ging aber dermaßen nach hinten los, dass ich mein komplettes Vermögen vercraftet habe und jetzt ohne Geld da sitze. Aber egal, mit selbst gecrafteter Ausrüstung zu spielen, macht nochmal extra Spaß. Wie ich zumindest meine Zauberstäbe gecraftet habe, erkläre ich euch gleich noch im Ausrüstungspart des Videos, zu dem wir dann gleich kommen. Problem ist auch, ihr werdet diesen Bild nicht einfach nachbauen können, weil es wie gesagt kaum Ausrüstung zu kaufen gibt und ehrlich gesagt, sich das auch nicht wirklich lohnt. Plus, das ist alles hier sehr eng gestrickt. Ich habe gerade so genug Mana-Reservierungseffizienz und Mana-Regeneration und alles. Sobald hier ein Teil fehlt, fällt hier alles auseinander, habe ich das Gefühl. Mein Problem ist zusätzlich, dass ich vorher, also vor diesem Bild, die Blitzpfeil-Scharfschützin gespielt habe, die ja mein Bild des Jahres ist.
Da kann der Bildchen natürlich auch nur abstinken, auch wenn die Clio noch so gut ist. Falls es euch trotzdem interessiert, wie man diese Art Bild aufbauen kann, kommt jetzt die Ausrüstung und der passive Baum. Man kann natürlich auch noch mehr rausholen aus diesem Bild, aber das wird immer teurer und teurer und dank meines super Crafting-Glücks bin ich jetzt arm. Naja, wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat, würde ich mich über ein Like und ein Abo freuen, damit euch auch meine weiteren Videos gefallen können. So, fangen wir mal mit der Brustrüstung an. Das ist der Schleier der Ewigkeit. Das Ding ist jetzt verderbt mit irgendwelchen plus 2 zur Stufe. Wir haben aber weder eine Aura-Gem noch einen Fluch-Gem da drin. Das heißt, es bringt uns nichts. Die war aber so günstig, deswegen hat nur ein extra gekostet, weil sie verderbt ist. Und deswegen habe ich die so genommen. Und diese Brustrüstung ist eigentlich gut wegen dieses verursacht 5% des Elementarschadens als extra Chaos-Schaden pro ausgerüsteten Schöpfergegenstand. Also mit Gegenständen mit Schöpfer Einfluss, wie wir hier quasi überall haben. Und dann noch, Treffer ignorieren den gegnerischen Chaos-Widerstand, wenn alle ausgerüsteten Gegenstände Schöpfergegenstände sind. Das ist bei uns jetzt nicht der Fall, weil wir noch zwei Ringe nutzen, die keinen Schöpfer-Einfluss haben. Die gibt's prinzipiell zwar auch, die kosten aber 40 bis 60 X pro Stück. Naja. Aber wir nehmen auch keine anderen Ringe, weil diese Konvertierung von Blitz in Kälteschaden eben sehr, sehr gut ist. Je mehr wir konvertieren, desto öfter kriegen wir diesen Bonus als extra Chaos-Schaden. Weil hier steht Elementarschaden als extra Chaos-Schaden und das gilt quasi für jedes Elementar, was wir umwandeln. Das heißt, wir kriegen das einmal für unseren Blitzschaden und wenn wir diesen dann konvertieren, nochmal für den Kälteschaden. Und wenn wir den Kälteschaden nochmal in Feuerschaden konvertieren, kriegen wir also nochmal Boni auf den Feuerschaden. Jedes Mal diese 5% pro Gegenstand. So grob gesagt. Und deswegen ist das eben besser, diese Konvertierung auf diesen Ring zu haben, als jetzt nochmal Schöpferringe zu nehmen. Es sei denn natürlich, es sind auch richtig krasse Schöpferringe mit richtig viel Schaden doch mal selbst drauf. Dann könnte man sich das überlegen zu wechseln. Aber Ruf der Bruderschaft kostet nichts und bringt demnach aber sehr, sehr viel in diesem Bild. Und hier drin sind eben die ätherischen Klingen, die prinzipiell nur physischen Schaden machen, den wir dann erstmal in Blitzschaden konvertieren, dann in Kälteschaden und dann in Feuerschaden, zumindest immer zu einem gewissen Teil. Ansonsten sind das Projektile, die wir verschießen und mit einem bestimmten Juwel, was wir im passiven Baum haben, verschießen wir die Projektile um uns herum und sonst würde sich das quasi nach vorne einfach bewegen. Wir würden sonst nach vorne schießen mit den Projektilen und so treffen wir einfach alles um uns herum. Das ist ziemlich gut, auch wenn man manchmal sagen muss, irgendwie die Gegner schaffen es manchmal, den Projektilen quasi auszuweichen oder wir schießen halt einfach daneben. Wir können das ja jetzt nicht richtig fokussieren, wo wir hinballern. Es ballert halt einfach. Was soll ich da machen? Und manchmal scheint es so, als würden die Gegner einfach zwischen den Projektilen stehen. Das ist natürlich ein bisschen nervig. Das Ganze ist verlinkt mit hier Gabelung, auch hier der erweckten Unterstützung, damit sich die Projektile aufgabeln und so noch mehr Gegner treffen. Ihr könnt aber auch einfach zum Beispiel durchbohren nehmen, damit die Projektile die Gegner durchbohren. Das geht auch. Ihr könnt auch Verketten nehmen. Da macht ihr aber weniger Schaden mit den Projektilen und das mag ich nicht so. Deswegen bin ich auf Durchbohren bzw. auf die Gabelung gegangen. Ansonsten haben wir hier noch physisch zu Blitz. Unterstützung, weil wir hier mit der anormalen Variante sogar 60% des physischen Schadens schon mal in Blitzschaden umwandeln. Normalerweise wären das erst 50%, aber mit der anormalen Version mit 20% Qualität kriegen wir doch mal extra 10% drauf, sodass wir hier schon mal über die Unterstützung 60% umwandeln in Blitzschaden. Dann haben wir noch Zauberecho drin, einfach nur für mehr Zaubergeschwindigkeit und Inspiration, damit das Ganze nicht so viel Mana kostet. Das ist alles sehr, sehr eng genäht hier mit dem Mana. Ich habe gerade so genug Mana-Regeneration, damit ich das unendlich zaubern kann. Und deswegen auch Inspiration, um die Mana-Kosten weiter zu senken. Plus wir kriegen diese Ladungen, die uns auch nochmal Elementarschaden geben und erhöhte kritische Trefferchance. Und dann haben wir noch Kälte zu Feuer, die Unterstützung, die dann quasi den Kälteschaden, den wir ja über unsere Ringe bekommen, umwandelt in Feuerschaden und dadurch auch nochmal diesen Bonus vom extra Chaos-Schaden über die Brustrüstung kriegen. Das ist sehr kompliziert und wenn ihr das nicht richtig versteht, ist auch nicht so schlimm. Ihr müsst euch einfach merken, dass das Umwandeln von Elementen bei diesem Bild sehr gut für Schaden sorgt. Dann möchte ich mal zu den Handschuhen kommen, weil hier ist eben wichtig, dieser Craft, 25% des physischen Schadens werden in Blitzschaden umgewandelt. Zusammen mit unserer Unterstützung sind wir dann also bei 85%. Und jetzt kommt's, wir können ja diesen Wert entschleiern bei Yun. Dann würden wir sogar nicht nur 25% kriegen, sondern bis zu 35%, wodurch wir dann 95% umwandeln würden, was nochmal für mehr Schaden sorgt. Ansonsten bei den Handschuhen natürlich Leben, Resistenzen, Attribute, Energieschild natürlich. Wir haben ja diese fingerlosen Seidenhandschuhe für den impliziten Modifikator mit erhöhtem Zauberschaden, was natürlich hilft. Ansonsten kriegen wir auch Zaubergeschwindigkeit auf Schöpferhandschuhe. Und hier drin sind unsere Auren. Hier ist einmal Hass drin für mehr Kälteschaden.
weil wir natürlich ja unseren Schaden unter anderem in Kälteschaden umwandeln. Ihr könnt diese Aura auch austauschen, wenn ihr sagt, eine Offensive, ich brauche mehr Defensive, dann könnt ihr hier Anmut mit reinnehmen für mehr Ausweichwert, was durchaus für mehr Defensive sorgt. Am besten natürlich noch Wahlanmut für den temporären Buff dazu. Aber generell könnt ihr diese Aura austauschen, falls ihr merkt, ich brauche eindeutig mehr Defensive. Ich wollte aber unbedingt mehr Schaden in diesem Bild haben. Ansonsten haben wir noch Herold der Reinheit drin, der uns auch nochmal mehr physischen Schaden gibt. Und physischer Schaden ist ja quasi unsere Grundlage des Ganzen. Wir können aber eben mit allem skalieren. Physischen Schaden, Elementarschaden und auch ein bisschen Chaosschaden geht auch. Grundlage ist trotzdem natürlich der physische Schaden und deswegen Herold der Reinheit. Dann haben wir noch drin eine Disziplin für mehr Energieschild, weil das ja hier so eine Hybrid-Kombo ist aus Leben. Ganz kleines bisschen Ausweichwert, mit Anmut natürlich noch mehr Ausweichwert und Energieschild. Deswegen hier Disziplin mit drin und eine Erleuchtung, damit das Ganze weniger Mana reserviert. Ihr seht, das ist wirklich alles ganz tight, ganz tight. Ihr braucht, wenn ihr das wirklich nachbauen wollt, unbedingt, ihr braucht die ganzen Sachen, sonst funktioniert das alles nur so halb. Dann unser Helm, auch ein Schöpfergegenstand, ein Hybris-Diadem für eine Menge Energieschild. Wir haben jetzt 255, was okay ist, würde ich sagen. Also hier achtet auf Leben, Energieschild, Resistenzen, Attribute. Mehr braucht ihr da eigentlich nicht wirklich. Es gibt auch noch die Möglichkeit, plus 1 zur maximalen Anzahl an Energieladung zu bekommen. Das wäre optimal für diesen Bild, aber das wird, glaube ich, relativ schwer zu bekommen und entsprechend teuer. Wäre aber auch nochmal eine Überlegung wert, das auf dem Helm zu kriegen. Vielleicht, wenn ich den Bild noch weiter ausbauen sollte in Zukunft, vielleicht noch so ein Update-Video mache, vielleicht haben wir ja dann einen Helm mit plus 1 Energieladung. So erstmal nur Energieschild, Leben und ein paar Resistenzen. Und hier drinne ist die Blitzteleportation. Wie gesagt, das ist ein Skill, den ich noch nie genutzt habe und ich finde ihn fantastisch, aber auch nur in der illusorischen Variante, weil hier auch nochmal die Dauer verkürzt wird, und zwar die Dauer, wie lange es dauert, bis wir quasi zum angegebenen Ort teleportieren. Das ist, wenn ihr quasi das alles rausnehmt, wir können das ja vielleicht mal machen, wenn wir die verkürzte Dauer rausnehmen. Seht ihr das? Hier kommt ein Kreis hin, wo dann steht, okay, da teleportieren wir uns hin und dann teleportieren wir uns erst dahin. Und je kürzer die Dauer ist, desto schneller teleportieren wir uns. Das ist also ganz, ganz wichtig, dass wir diese Dauer verkürzen. Und deswegen haben wir auf dem Helm auch verkürzte Dauer von Blitzteleportation. Das habe ich aus Zufall auf diesem Helm bekommen und deswegen habe ich es mal ausprobiert und dachte mir, wow, das ist echt geil, weil es eben anders als Flammensport keine Aufladung hat. Wir können das ganz, ganz oft machen, so oft wie wir wollen, so viel Mana wie wir haben. Das ist anders als bei Flammensport, was halt nur standardmäßig 3 Aufladungen hat. Und deswegen finde ich das so schon ziemlich geil. Ich glaube, ohne die Verzauberung auf dem Helm, spielt einfach mit Flammensport wie immer, das geht auch. Aber ich bin positiv überrascht von Blitzteleportation, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das Ganze noch mit schnellerem Zauber, damit wir da schneller zaubern. Und hier ist dann noch Klarheit drin als Aura für mehr Mana-Regeneration. Und wir haben Auge des Wächters Juwel, das uns auch nochmal die Mana-Kosten reduziert, wenn wir Klarheit als Aura haben. Die Schuhe, das sind einfach nur irgendwelche Schuhe mit Resistenzen. Hier ist nicht mal Leben drauf und ein bisschen Energieschild. Ich habe hier noch Bewegungsgeschwindigkeit und die Chance für Ansturm bei Tötung, was uns auch nochmal ein bisschen schneller macht und auch nochmal mehr Zaubergeschwindigkeit gibt. Ansonsten Resistenzen. Also ihr seht, das ist noch gar nicht so geil alles. Verzaubert ist hier die Chance, Betäubung zu vermeiden, wenn ihr kürzlich getötet habt, was wir ja beim Mappen generell sehr häufig haben, sodass wir quasi fast schon betäubungsimmun sind. Wir könnten die letzten 20% mal noch irgendwo herkriegen. Das wäre eigentlich gar nicht so schlecht. Ansonsten ist hier drin unser Schutzsetup. Zauberball mit dem Schaden auf Level 1, dann Schreite und Sterblichkeit auf Level 3 und dann haben wir verlängerte Dauer einfach damit dieser Buff länger anhält, der defensive Buff. Und hier ist dann noch sühnendes Feuer drin, nur die Wahlvariante. Auf Knopfdruck nutze ich die für noch mehr Schaden für ein paar Sekunden, zieht aber auch heftig viel Leben ab. Es kann also durchaus sein, dass ihr euch selbst tötet damit, wenn ihr das zu früh oder zu spät zündet. Also ihr solltet das zünden und dann direkt am besten eine Lebensflasche nutzen, damit ihr wieder auf vollem Leben seid. Ansonsten wäre das ein bisschen kritisch, aber es bringt halt nochmal 19% mehr Zauberschaden. Ist halt gut gegen Bosse. Kommen wir dann mal zu den Waffen. Hier ist einfach nur noch mal drin Herold der Asche für noch mal ein bisschen mehr Feuerschaden auf Basis unseres physischen Schadens und für die Effekte natürlich. Dann haben wir Arcane Woge drin mit dem Frostschild. Frostschild habe ich auch noch nie genutzt, glaube ich, und ist dieses Schild, was wir aktivieren können. Wenn wir das aktivieren, frisst das so anderthalb Sekunden und so ein bisschen Energieschild auf und kriegt Leben auf Basis dieses verbrauchten Energieschilds, ganz unten steht's. Frostschild hat 910 maximales Leben pro Phase. Es hat maximal 4 Phasen, also dann irgendwie 3640 Leben. Und dann wird quasi vom Trefferschaden, den wir erleiden würden, erstmal was von diesem Frostschild abgezogen, je nachdem, wo die Gegner sich befinden. Wenn die sich außerhalb befinden, wird mehr vom Frostschild abgezogen. Wenn die sich hier drin
befinden, wird ein bisschen weniger vom Frostschild abgezogen. Das heißt, am besten ist natürlich, wenn die Gegner außerhalb dieses Schilds stehen. Das Ganze ist verlinkt mit Arcane Woge, damit wir direkt noch den Arcane Woge-Buff kriegen, der uns auch nochmal mehr Zauberschaden gibt und mehr Mana-Regeneration. Das Ding hält auch ein paar Sekunden und frisst dann eben so ein bisschen Schaden auf. Stützt einfach unsere Defensive und auch ziemlich gut, muss ich sagen. Plus, wir kriegen nochmal extra kritische Trefferchance, wenn wir da drinnen stehen. Also, was willst du denn mehr? Ansonsten bei den Waffen, oder wir gehen erstmal noch auf die andere Waffe ein. Hier ist Zeichen des Arkanisten drinne mit Feuerball und Mal des Scharfschützen. Nutze ich bei brenzligen Situationen oder eben bei Bossen. Da lege ich kurz das Zeichen hin. Das heftet sich an die Gegner und löst dann diese Zauber aus. Einmal Feuerball. Wenn da unsere Projektile durchfliegen, kriegen sie nochmal ein bisschen extra Feuerschaden, was natürlich ganz nett ist. Und ansonsten Mal des Scharfschützen, damit der Gegner, der Bossgegner in dem Fall, nochmal mehr Projektilschaden erleidet. Und ätherische Klingen macht ja Projektilschaden. Ansonsten bei den Waffen. Das sind Waffen, ich habe auf jeden Fall auf sehr viel Zaubergeschwindigkeit geachtet, weil das eben so bei Selbstzaubern und Builds sehr, sehr wichtig ist, damit sich die gut anfühlen. Deswegen haben wir auch diese gottlosen Zauberstäbe, weil die haben als impliziten Modifikator erhöhte Zaubergeschwindigkeit. Und dann habe ich mir die quasi selbst gecraftet, und zwar mit Essenzen. Und zwar die hier, Ohren betäubende Essenz des Elends, denn die bringt auf einer Einhandwaffe erhöhte Zaubergeschwindigkeit um die 30%. Das knallt ja hier quasi so lange drauf, bis ihr zum Beispiel noch plus 1 zur Stufe aller physischen Zauberfertigkeiten kriegt. Je höher die Stufe von ätherische klingt, desto besser natürlich, desto mehr Schaden machen wir. Und dann habe ich quasi über die Werkbank drauf gecraftet, kann über bis zu 3 angefertigte Modifikatoren verfügen und dann eben nochmal erhöhten Zauberschaden und verursacht blablabla des Blitzschadens als extra K-Schaden nochmal oben drauf. Ansonsten hatten wir jetzt noch Intelligenz drauf. Ja gut, kann ich eben mitleben. Ist okay. Bei dem Zauberstab war es ähnlich. Hier habe ich auch quasi die Essenzen genutzt, bis ich dann gute Suffixe hatte. Ich wollte entweder gute Suffixe haben oder eben dieses plus 1 Level. Hier hatte ich jetzt okay Suffixe, sagen wir mal, mit Stufe 1 globalen Multiplikator für kritische Treffer und dann nochmal wenigstens Stufe 4 erhöhte kritische Trefferchance von Zaubern. Und ihr seht, ich habe hier sogar noch einen Präfix frei. Hier könnte ich also noch was drauf craften. Ich könnte quasi einen X draufschmeißen und hoffen, dass da noch irgendwas kommt, was irgendwie nützlich ist, das nochmal Schaden Zaubern hinzufügt oder so. Ich habe hier aber noch erhöhten Zauberschaden und verursacht 5% des Schadens als extra Chaos-Schaden, was ja sehr gut für uns ist, weil wir ja so oft konvertieren. Das habe ich auch über das Entschleiern bei Jun gekriegt. Das heißt, ich habe hier die Suffixe gespeichert über die Werkbank. Das geht ja hier rüber. Suffixe können nicht verändert werden. Das kostet natürlich 2x, ist also entsprechend teuer. Und dann könnt ihr hier so eine verhüllte Chaosfähre draufschmeißen. Dann bleiben die Suffixe nämlich erhalten. Also in dem Fall wäre das die Zaubergeschwindigkeit und diese kritischen Treffersachen. Und ihr kriegt dann so einen verschleierten Modifikator. Den könnt ihr dann enthüllen und mit etwas Glück kriegt ihr diesen erhöhten Zauberschaden plus bla 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 als extra Chaos-Schaden. Das muss nicht direkt beim ersten Mal kommen. Ich habe, glaube ich, auch 2, 3 Versuche gebraucht. Jedes Mal müsst ihr dann quasi nochmal Suffixe können nicht verändert werden für 2x. Und dann quasi die nächste verhüllte Chaosfähre damit draufhauen und dann wieder entschleiern und hoffen, dass es diesmal kommt. Ich habe, glaube ich, 3, 4 Versuche gebraucht. Das waren also mindestens 8x, die ich einfach nur für diesen Craft in diesen Zauberstab gesteckt habe. Aber ich kann jetzt auch für andere Builds nutzen. Von daher ist das eigentlich schon ganz okay. Ist ein solider Zauberstab, geht mehr, aber ist jetzt auch nicht wirklich schlecht. Dann kommen wir zum Amulett. Bei dem Amulett hatte ich einfach nur Glück ohne Ende. Ich hatte mir das gekauft, weil da drauf war alle Elementarwiderstände plus 1 zur Stufe aller Fertigkeiten gem. Und erhöhte Zaubergeschwindigkeit. Das war da drauf. Ansonsten gab es da noch ganz viel anderen Quatsch, den ich nicht wollte. Da hatte ich einfach hier diese Annullierungsfern draufgeworfen und gehofft, dass es quasi das entfernt, was ich nicht brauche. Und da hatte ich sehr, sehr viel Glück, denn es hat das entfernt, was ich nicht brauche. Und dann habe ich einfach nur, weil ich Lust hatte, noch eine Erhabenesfähre draufgeworfen. Und was habe ich gekriegt? Erhöhte Mana-Reservierungseffizienz von Fertigkeiten, was in dem Bild nochmal super ist, weil erst dann konnte ich den Herold der Reinheit mit reinnehmen für noch mehr Schaden. Also ihr seht, das ist wirklich so dermaßen streng hier alles zusammengenäht, dass es eben schwer ist nachzubauen. Ansonsten wollt ihr auf dem Amulett auch noch sowas haben wie extra Chaos-Schaden auf Basis des physischen Schadens. Das gibt es auch auf Amuletten. Das wäre natürlich auch nochmal richtig, richtig gut. Aber plus 1 zur Stufe ist schon mal nicht schlecht. Nicht kanalisierende Fertigkeiten haben Minus zu Gesamtmanakosten, um eben die Manakosten zu reduzieren. Und wir haben trotzdem noch 31. Mit unserer Zaubergeschwindigkeit ist das also ein extremer Mana-Verbrauch. Aber so ist das Amulett eigentlich schon mal ganz gut. Und selbst wenn ich die Manakosten nicht bräuchte, könnte ich hier noch Leben drauf craften oder Energieschild.
oder was auch immer. Also, ich bin schon recht zufrieden mit dem OLED. Plus, das kann ich auch noch in anderen Builds verwenden. Ich finde das okay. Geweiht ist Überladung plus 1 zu maximaler Anzahl Energieladungen, weil wir ja so ein bisschen Energieladung stecken. Das ist der Punkt einfach hier drüben, weil wir hier sonst einfach nicht herkommen. Deswegen habe ich mir das geweiht. Und dann bei den Ringen, wie gesagt, das ist Ruf der Bruderschaft einfach nur, um nochmal den Blitzschaden, den wir hier haben, in Kälteschaden zu konvertieren, den wir dann letztendlich auch nochmal zu Feuerschaden konvertieren. Und für jede Konvertierung kriegen wir extra Schaden als Chaosschaden. Deswegen nutzen wir das hier direkt zweimal, um 80% des Blitzschadens zu konvertieren. Und beim Gürtel, das ist eine Styx-Schlinge, auch hier nochmal mit Schöpfer-Einfluss, habe ich mir auch einfach nur geholt für ein bisschen Leben, ein paar Widerstände und die Stärke, die ich brauchte, um Herold der Reinheit als auch Herold der Asche so ein bisschen hochzuleveln. Deswegen braucht ihr auch ein bisschen Stärke. Hier ist ansonsten auch nichts wirklich weiter drauf. Man kann hier noch generell erhöhten Elementarschaden draufkriegen, also nicht mit Angriffsfertigkeiten, weil wir zaubern ja, aber es gibt auch noch generell erhöhten Elementarschaden. Wäre natürlich nochmal nicht schlecht für noch mehr Schaden, aber ne, kostet alles Geld oder man muss eben selbst craften, was eben auch sehr viel Geld kostet. Ansonsten bei den Flaschen, ich habe hier noch eine Lebensflasche, die immun gegen Bluten macht und unser Leben sofort wieder herstellt, wenn wir auf niedrig Leben sind. Es ist relativ selten der Fall, dass wir wirklich mal Energieschild wirklich krass verlieren. Das ist dann wirklich nur bei sehr vielen Monster, die auf uns eindreschen, dann verlieren wir doch mal ein bisschen Energieschild. Ansonsten laden wir das schnell wieder auf, weil wir bei Tötung Energieschild wiederherstellen. Deswegen kommt nicht so häufig vor, aber ich fühle mich sicherer mit einer Lebensflasche und vor allem auch Immunität gegen Bluten. Dann ganz gut hier in dem Bild natürlich Aziris Versprechen, die quasi auch nochmal diesen Effekt hat, dass wir auf Basis unseres normalen Schadens extra Chaos-Schaden kriegen, sowohl physischer Basisschaden als auch elementarer Basisschaden. Die Flasche ist sehr, sehr, sehr gut in diesem Bild und kostet natürlich nichts. Plus nochmal extra Lebensraub, also sehr, sehr gut und Chaos-Widerstand kann natürlich auch nicht schaden. Dann haben wir noch ein Stück Mietfläschchen für mehr Ausweichwert. Ich habe hier nochmal Immun gegen Bluten drauf. Okay, das brauchen wir eigentlich nicht. Hier könnte ich auch nochmal ein bisschen dran rumbasteln. Die hatte ich noch genommen, als ich auch selbst noch mit Anmut gespielt habe. Weil dann können wir nochmal diesen Ausweichwert noch weiter erhöhen. Brauchen wir jetzt eigentlich auch nicht mehr. Können wir auch eine andere Flasche eigentlich mit reinnehmen. Dann wie immer ein Quecksilberfläschchen für mehr Bewegungsgeschwindigkeit und Immunität gegenüber Entzünden. Immun gegen Einfrieren sind wir übers Pantheon. Und dann habe ich hier diese abgefüllte Glaubeflasche, einfach nur, weil sie einfach zu gut ist und ich mir die eben einmal geholt habe und jetzt in jedem Bild verwenden werde. Für erhöhten Schaden, für geweihten Boden, der uns auch nochmal Lebensregeneration gibt und die Gegner erleiden erhöhten Schaden und wir haben erhöhte kritische Trefferchance. Ist einfach eine super Flasche, kostet natürlich sehr, sehr viel. Ihr könnt auch wie immer einfach ein Diamantfläschchen nehmen. Passt. Auch. Kommen wir dann mal zum passiven Baum. Der Aszendenzbaum sieht wie folgt aus. Ich bin immer zuerst hier zu instabile Infusion gegangen für die Energieladung, damit wir die schon mal kriegen. Danach direkt hier zu tödliche Infusion, damit wir noch mehr Boni pro Energieladung kriegen. Ihr könnt auch direkt oder zuerst zu Opportunist für mehr Schaden, wenn sich maximal ein seltener oder einzigartiger Gegner im Umkreis befindet. Also erhöht vor allem gerade unseren Boss-Schaden sehr, wenn der alleine da steht. Und oder Schattenläufer am Ende für den Schattenhaft-Buff, der nochmal unsere Defensive stärkt und uns auch nochmal ein bisschen schneller macht. Genau. Ansonsten gehen wir hier lang. Wir nehmen natürlich die Punkte mit, die unseren physischen als auch unseren Chaos-Schaden erhöhen, weil wir natürlich auch beides skalieren in gewisser Maße. Ansonsten geht es dann hier hoch. Ich bin erstmal dann hier rechts gegangen, habe mir die ganzen Punkte geholt. Hier gibt es Leben bei Tötung, was ganz gut ist. Hier ist als Meisterschaft plus 50 zu maximales Leben. Dann bin ich erstmal hier lang, habe mir direkt hier diese Energieladung geholt. Dann bin ich, glaube ich, auch hier runter. Bin ich mir jetzt unsicher. Ihr könnt aber auch zuerst hier hochgehen. Nehmt hier die ganzen kritischen Trefferpunkte mit, Leben und Energieschild. Das ist hier Energieschildraub, das habe ich jetzt erst zum Ende genommen, wenn ihr wirklich auch viel Energieschild habt, wo es sich auch lohnt, irgendwas zurückzurauben. Und hier ist halt Meisterschaft, Multiplikator für kritische Treffer gegen einzigartige Gegner, für mehr Bossschaden. Und hier habe ich nochmal Disziplin, hat erhöhte Mana-Reservierungseffizienz, damit ihr auch gut alles hier aktivieren könnt an Auren. Und hier habe ich nochmal erhöhte Gesamtwiederherstellung pro Sekunde durch Lebens-, Mana- und Energieschildraub, was unser Raub einfach nochmal ein bisschen verbessert. Hier ist der Punkt, der uns Energieschild bei Tötung wieder hergibt, also auch ganz wichtig, sobald ihr ganz viel Energieschild habt. Habe ich am Anfang aber auch noch nicht genommen, kommt auch erst später dazu. Und hier ist nochmal als Meisterschaft 30% des Chaos-Schadens umgehen nicht den Energieschild. Normalerweise würde Chaos-Schaden ja direkt vom Leben abgezogen werden und so wird eben 30% nicht vom Leben abgezogen, sondern auch vom Energieschild. Ist einfach, wenn da so ein bisschen Chaos-Suppe auf dem Boden liegt oder so, fühlt sich das ein bisschen besser an. Ansonsten bin ich dann hier runtergegangen, habe mir die ganzen Lebenspunkte genommen und jetzt auch diese Punkte, die ganz, ganz wichtig sind für Mana-Reservierungseffizienz natürlich. Hier auch nochmal erhöhte Mana-Reservierungseffizienz von Fertigkeiten. Falls ihr mit Anmut spielt, diese Ausweichwert-Aura, dann nehmt ihr hier natürlich auch nochmal mit, Anmut hat erhöhte Mana-Reservierungseffizienz. Ne, damit ihr noch mehr Mana zur Verfügung habt. Hier ist das Juwel drin, was wir brauchen, damit sich diese
Projektile um uns herum bewegen und nicht quasi nach vorne geschleudert werden. Könnt ihr mal ausprobieren, ob ihr das überhaupt so spielen wollt. Nehmt ihr das Juwel Arena der Schwerter mit rein oder nicht mit rein. Das könnt ihr entscheiden. Ansonsten gibt es hier unten auch nochmal ein paar kritische Treffer und ein Auge des Wächters Juwel hier ganz unten. Fertigkeiten haben minus 9 zu Gesamtmanakosten, während unter dem Einfluss von Klarheit. Nur deswegen habe ich das drinne. Ich hatte ja vorher noch mit Anmut gespielt. Oben haben wir noch so einen Boni, dass wir Angriffstreffer entgehen, wenn wir Anmut haben. Habe ich jetzt aber nicht mehr. Jetzt könnten wir quasi noch ein Auge des Wächters Juwel mit Hass irgendwie einbauen. Kostet aber meistens auch immer zu viel und wollte ich jetzt erstmal noch nicht. Und ansonsten haben wir hier drüben nochmal ein ganz spezielles Ding. Und zwar haben wir hier ein Legion-Juwel drinne. Militanter Glaube. Hier ist wichtig, dass wir quasi den hohen Templer Dominus haben. Denn dieser wandelt diesen Punkt hier in innere Überzeugung um. Und dieser Punkt wiederum gibt uns dann 3% mehr Zauberschaden pro Energieladung. Und wir haben ja 7 in unserem Setup, das heißt 21% mehr Zauberschaden. Wenn wir jetzt noch eine kriegen, über unseren Helm beispielsweise, hätten wir 24%. Wäre auch richtig, richtig gut. Ansonsten gibt es hier noch so ein paar Boni pro Hingabe. Wir kriegen jetzt hier bei den kleinen Punkten Hingabe dazu. Und pro Hingabe kriegen wir nochmal Elementarschaden und Mana-Regeneration. Ist ganz nett. Ansonsten hier nochmal die Punkte mitnehmen für Leben und Energieschild. Hier auch nochmal Leben, hier gibt es auch nochmal Energieschild, kritische Treffer, noch mehr Leben, nochmal eine Energieladung natürlich, Leben und hier nochmal ein paar Boni pro Energieladung. Dann bei den Juwelen, was auch nochmal ganz wichtig wird, was ja auch Teil der Idee von diesem Bild ist, ist hier verbotenes Fleisch mit Diener der Leere und verbotene Flamme mit Diener der Leere. Und Diener der Leere ist der Aszendenzpunkt von dem Schwindler, vom Trickster, der uns auch nochmal extra Chaos-Schaden auf Basis unseres normalen Schadens gibt. Und das auch jedes Mal, je öfter wir konvertieren den Schaden. Deswegen ist dieser Punkt in Verbindung eben mit der Brustrüstung so gut. Wir müssen ja aber zum Glück nicht als Schwindler spielen, sondern können jetzt als Assassine spielen und dann auch den kritischen Treffer und alles richtig gut mitnehmen. Und dann mit diesem Punkt trotzdem von diesem Boni zu profitieren. So war die Idee. Ist leider ein bisschen unterwältigend. Also ich habe mir jetzt echt mehr vom Schaden erhofft, als jetzt am Ende rauskam. Aber mal gucken, was ich da noch so rauskitzeln kann. Aber die brauchen wir natürlich auch. Die kosten so 1-2 Ex. Das war es erstmal mit diesem Bild, beziehungsweise mit diesem Bildprojekt. Ich habe irgendwie noch Bock, da noch mehr draus zu machen, noch mehr Damage rauszukitzeln, bis das endlich richtig gut läuft. Aber es kostet halt auch so unendlich viel und ich weiß nicht, ob sie das überhaupt lohnt. Und ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr noch mehr von diesem Bild sehen wollt oder ob ihr sagt, komm, spiel was anderes. Das lohnt doch nicht. Mach was Anständiges, mach was Richtiges. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wenn noch Fragen sind, auch natürlich gerne in die Kommentare damit. Schaut mal gerne bei Twitch vorbei und ansonsten sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video.